Wir sind hier also wieder an einer Strecke, die berühmt ist für beeindruckende Bilder und spannende Kämpfe um Ruhm und Ehre. Mal sehen, wer heute beim großen Preis von Bahrain im Rampenlicht stehen wird. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Fangen wir doch mal mit Alfa Romeo an. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. Das sieht bisher noch nicht sehr vielversprechend für sie aus. Und wenn die neuen Reglements sie wirklich so hart getroffen haben, wie wir uns das denken, werden sie sich ein paar Überstunden machen müssen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Albon, Verstappen, Carlos Sainz und Ricardo. Leclerc, Richards, Stroll und Sergio Perez. Vettel, Norris, Esteban Ocon und Gasly. Kvyat, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen. King, Russell, Schumacher und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Ja, weiter geht's heute mit dem Rennen heute in Bahrain. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2020, My Team Karriere mit unserem Grand GP und wir stehen auf 8. Und ja, mal gucken, bis drin ist. Auf geht's, gehen wir ins Rennen hier in der Wüste. Ich glaube, es sind 16 Runden. Ja, wir haben es ein bisschen weggeworfen. Leclerc und Ricciardo, die zwei hätte ich gern noch geschlagen. Let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Jetzt mal bewusst auf Fett, damit wir am Start ein gutes Ergebnis haben. Hinter uns die beiden Racing Point und dann Vettel. Zumindest stehen wir mal 6 Plätze weiter vorne als in Australien. 6 Plätze würde bedeuten Platz 4 am Ende. Aber ja gut, 4 Plätze gut gemacht, aber da rein wird auch eine Strecke sein. Also wenn Platz 4, 3 oder 4 wurde, bin ich wenigstens schon zufrieden. Aber gucken, wir müssen es ja noch irgendwie versuchen zu richten. No rain expected. No rain expected for the time being. Ich glaube, es müssten 16 Runden sein, die uns hier heute anstehen. So, auf geht's. So, die Startstelle wird jetzt sortiert. Jetzt ein guter Start, dann könnten wir zumindest ein bisschen was holen. Also wenn ich Glück habe, kriege ich Ricciardo und Leclerc kassiert. Ich kann eigentlich gut starten, aber das ist halt das Problem. Und dann hoffentlich, dass wir eine gute erste Kurve fahren. Aber mal schauen. Däumchen drücken, liebe Leute. So, aber voll auf Überholen drauf, damit wir ein bisschen
Wegkommen, Leclerc habe ich schon mal. Ja, Max. Albon war's. Der Melder. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Mein Start haben wir schon mal gewonnen. Oh, geht mir der Albon auf den PC. A new strategy is available on the MFD. Dankeschön, Alex Albon. Du hast es echt gut gelöst, indem du mir einfach zweimal vor die Karre gefahren bist. Du kannst mich nicht überholen, wie Idiot. Leichter Flügelschaden. Ja, gut gestartet und dann kriegst du so ein Ding mit. Great first lap. Keep it up. Vorne für Bottas, dann Alex Albon, der sich dann noch durchgesetzt hat gegen uns. Aber gut gestartet jedenfalls, müssen wir mal sagen. Dieses Weggedrücke geht. Okay, clear. Weißt du, ich hasse das, wenn die Leute einen wegdrücken müssen, sodass du dann am Ende doch noch Plätze verlierst, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass die alle zusammenarbeiten. Hauptsache irgendwie. 14-0 sind zu uns. Dass sie. Oh, komm, der ist vor dir. Hau den mal weg, damit ich da vorbeikomme. Jetzt war drei Plätze, aber wieder zwei Plätze verloren. Er schießt der Albon mir mit dem Flügel kaputt, dann haut mir der Sainz mein Auto weg. Also ich komme noch nicht vorbei. Die sind mir eh weg. Das Podium ist weg. Sorry. Is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ich meine, solange die sich da vorne ein bisschen mehr kriegen, wäre mir das recht, aber ich glaube, das wird sehr schnell passieren, dass sie weg sind. So, Ricciardo sitzt hinter uns.
we're approaching the pit window. You'll be on the mediums. A new strategy is available on the MFD. Ich weiß, dass ich eigentlich nur einmal ziehen darf. Aber ich will eigentlich mehr gerne diesen 5 plus und meine 10 Lebenpunkte zum Auftakt behalten. Er möchte jetzt schon in die Box gleich. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Okay, dann. Erzähl mir doch nichts von wegen, ich soll in die Box gehen, wegen dem Wechsel. Jetzt ziehe ich aber auch mal weg ein bisschen. Ja, sag ja, das Sainz hat mir mein Podium gekostet mit seiner Aktion. Indem er mich da so weggehauen hat. Er ist Albon, der mir meinen Flügel kaputt fährt. Gap to teammate behind is 5.2 seconds. Jetzt habe ich selber das. Ja, jetzt kann ich mir irgendwie sehen. Jetzt kann ich versuchen, selber ein bisschen abzusetzen, ne? Jetzt habe ich abzusetzen. Aktueller Vorsprung auf Meke 5,2 Sekunden. Ich vermute, dass ich durch den Boxenstopp gleich so viele Plätze verliere. Is out in front. Ja, natürlich. Aber ich habe einen Hamilton Car hinter mir, das ist das Wichtigste. Nee, habe ich nicht, der ist ein Platz vor mir. Stimmt. Na gut, an die Top-Fahrer werde ich nicht rankommen, das ist klar. Hier geht es um Platz 5 und ich muss hier gucken, dass ich diesen Boxenstopp überlebe. Neun Runden haben wir noch hier in Bahrain. Box, Box, we're coming in this lap. Der Nächste, der jetzt versucht, hier vorbeizudrücken, ist Charles Leclerc, der auf einmal neben uns auftaucht. Aber mit mir nicht, mein Freund. Es geht rein nur um diesen fünften Platz gerade. Das Problem war mir, dass Sainz dieser mit seiner blöden Aktion den Platz gekostet hat. Ich war eigentlich gut dabei, war Zweiter, habe mir der Albon den Start kaputt. Und dann sagt der Sainz, komm, die schaue ich auch nochmal ran. So, jetzt geht es halt nur darum, diese 10 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Aber das ist auch noch nicht fix. Verstappen momentan ganz, ganz am Ende des Feldes. Sich gerade gegen Williams kämpft er. Kennst du, dass du dann noch 5 Sekunden bekommst? Egal, das muss passieren, damit du ganz, ganz weit nach hinten fällst. Check
your MFD for a new strategy option. Gut, diesmal hat's gepasst. So, jetzt geht's eigentlich gegen Ricciardo. Den muss ich jetzt irgendwie versuchen, hinter mir zu halten. Passt. Das ist das Allerwichtigste, dass ich Ricciardo weg habe. Die Frage ist, ob Leclerc dahinter bleibt. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ich vermute, dass ich mir mein Auto jetzt vorbeilasse. Also Ricciardo fährt dann schon mal hinter uns geblieben. Die Frage ist, was ist mit Leclerc? Hamilton, Sainz sind auch weg vorne. Die haben auch schon ihre Stops erledigt. Die Frage ist, was ist mit Leclerc? Bleibt er dann noch hinter uns oder ist er vorbei? Ich vermute, dass er vorbei geht. Nick ist in der Box. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass Leclerc sagt, ich bleib in der Box. So, die Frage ist, wo ist der Ferrari? Der fährt raus gerade, oder? Das reicht. Leider bleibt es voll Leclerc, aber wir sind siebter momentan. Siebter? Okay. Die Frage ist, was ist denn da vorne noch? Weil wir waren ja fünfter waren wir so. Also sind zwei Autos noch nicht in der Box gewesen. Gap to car in front is 6.2 seconds. Oder haben sich da wieder ein, zwei Autos davor gemogelt, die mit denen ich jetzt nicht wirklich gerechnet habe. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir auf jeden Fall vor Ricciardo und vor Leclerc geblieben sind. Es sind bestimmt ein paar aus dem hinteren Feld, die mit den Mediums gestartet sind. Die noch da irgendwo mit drin sind. Oder haben sich da ein paar tatsächlich doch davor gemogelt? Aber so schnell waren die nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, weil die da vor Sainz und vor Hamilton stehen. Sainz auf Hard, mit der Medium. Ja, da sind noch welche Quia drin und hier bei Nazi. Okay, passt. We're leading our teammate by 8.5 seconds. Geil. Dankeschön, Ricciardo. Green flag. Ja, da haut. Dankeschön, dass ihr mal alle meine Rennen kaputt macht. Weil die einfach nicht fahren können. Weil die KI muss dann so im letzten Moment noch rüberziehen. Sorry, da war ich ein bisschen jetzt eingepisst, aber das geht mir auf den Sack gerade. Strategy is available on the MFD. So, hab's. Ich will diesen fünften Platz behalten und nicht irgendwelche Scheiße da abziehen. Lass mich einfach nur in Ruhe. Komm mir jetzt nicht mal in die Nähe. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen angepisst war. Na gut. Egal, alles gut. Aber der meint, so überholen zu müssen und mir dann so noch rüber zu knallen. Das ist halt das Problem.
So, fünfter Platz bleibt. Mich reicht schon, dass es den Start am Anfang verloren hatte. So einen bomben Start hatte. Auf zwei Vorfahren. Dann macht mir der Album mein Rennen kaputt. Geil. Der Körb. Der Körb. Check your MFD for a new strategy option. Fuel is looking really good. You're managing it well. So, fünf Runden haben wir noch. Nächstes jetzt, was ist jetzt Norris? There's five laps of fuel remaining. Nach ganz vorne wird es nicht mehr gehen. Bottas wird das Ding gewinnen, wahrscheinlich vor Albon. Ich will diese 10 Punkte haben, diesen fünften Platz will ich mir nach Hause nehmen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen wegziehen. Okay. Okay. Kann sein, dass es Kwiat war. Okay, gap ahead. Leclerc. 10.1 seconds. Safety car deployed. The safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. So, Leclerc ist raus. Es gibt Safety Car. Vielleicht haben wir doch noch mal eine kleine Chance, ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich spare mir natürlich jetzt ein bisschen Sprit. Ich spare mir jetzt natürlich meine RS hier. Ja, Charles Leclerc ist raus. Ein Ferrari weg. Wenn es hier gewesen wäre, wenn es einer da vorne gewesen wäre. Klar, wenn jetzt alle in die Box gegangen wären, wenn ich jetzt mega Abstand gehabt habe, so 15 Sekunden oder so, dann wäre ich jetzt nochmal in die Box auf Rot gegangen. Aber Frage, vielleicht kriegen wir doch noch heute ein gutes Finish. Vielleicht schaffe ich doch noch einen Pol. Noch eine Pol. Ja, nicht wohl, aber hier. Ein Podium. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich spare jetzt ein bisschen auf Sprit. Und gehe dann, sobald ich dann wieder auf freie fahren kann, auf Fett und versuche mir da zumindest noch einen zu kassieren da vorne. Oder zwei. Bottas, Albon, Sainz, Hamilton momentan. Dann wir, dann Norris. Sainz hat die Harten drauf. Der wird nicht. Ich vermute, dass er auch nicht viel machen kann. Vielleicht kriegen wir sogar noch Platz 4 rein, ja? Mal gucken. Aber mal schauen. Es sind noch 3 Ründchen, liebe Leute. 2 werden sie fahren. Ich vermute, dass er die vorletzten reingeht. Also, wie gesagt, wir klären es raus. Und Fettlot stammt auf 7 vor. Wieder uns Norris und dann haben wir den nächsten Ferrari schon an der Backe drin. Also die Ferrari. There's 4 laps of fuel remaining. Ja, ich weiß nicht, wir haben noch ein bisschen Sprit da. Das Gute ist, dass das DRS können sie nicht nutzen. Das ist noch nicht dann nicht freigegeben. Das heißt, es geht rein über die Motorleiste. Vielleicht können wir es kontern. Ähnlich wie in Kanada zum Beispiel. Da habe ich mir tatsächlich den Sieg so holen können mit diesem Manöver nach dem Safety Car. Ich bin dem Hamilton gesehen und habe dann angegriffen. Jetzt habe ich den Hamilton wieder vor mir.
Mal schon mal ein bisschen Hallo sagen. Vielleicht kann ich schon Science kassieren. Die hat nämlich nur Medium drauf. Der hat die harten drauf. Das könnte vielleicht funktionieren. Wir wären die Software lieber gewesen. Jetzt nochmal. Aber jetzt bringt es sich auf die Reifen zu wechseln. Und vorne wird auch keiner mehr wechseln. Wäre natürlich schön, wenn sie jetzt alle vier sagen, wir wechseln die Reifen noch schnell. Oha, Alter, Luis. Sag mal bitte nicht, dass mein Reifen. Dass mein Flügel jetzt aber der kaputt beschädigt ist. Nee, sondern. Schwere Kollision mit Lewis Hamilton. Ich habe den ganz leicht berührt. Ich bin ganz leicht nur reingefahren. Das war nicht meine Schwere. A new strategy is available on the MFD. So, sorry. Oh, Alter. Der bremst aber auch. Das war das, was ich meine. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. The track is clear. Green flag. So, jetzt läuft das Rennen wieder. Ja, Albon, vergiss es. Diesmal hole ich mir meinen Spurs zurück. There's three laps of fuel remaining. Ich wollte nur diesen zweiten Platz zurückholen. Der Move war eigentlich nur für die Rache für die erste Runde. Da hast du mir nämlich meinen Flügel kaputt gefahren. So, der nächste, der jetzt gelb ist irgendwo gerade. Aber schön, wenn der sagt, immer der Bottas wäre raus, aber der fährt mir vorne weg. Ne, Albon! Albon raus! Und jetzt war man heftiger oder so. Ich kann es schön durchpushen mit dem Sprinter-Sprengel. Bottas wird es definitiv machen, das ist klar. Aber wen haben wir dahinter? Und Sainz ist das immer noch. Der versucht natürlich nochmal, letzte Runde jetzt anzugreifen. Kann er uns nochmal was gefährlich werden. Bottas fährt noch eine schnelle Runde nach der anderen, das ist egal. This is your final lap of the race. Mick noch mal rein. Und dann mit dem McLaren da hinten dann ja auf den Sack gehen. Ich will diesen zweiten Platz, den eigentlich unerwarteten zweiten Platz mit nach Hause nehmen. Schade, dass Mick in der Box ist jetzt nochmal. Das Ausfälle nur bisher für Leclerc und Albon. So, ich versuche natürlich jetzt, ich nehme jetzt natürlich das Fett komplett mit. Bis nach Hause, weil ich will dieses Ding hier mitnehmen. Bottas wird das Rennen gewinnen, das ist klar. Es sei denn, da passiert jetzt nochmal was in den letzten Runden. Aber wir werden versuchen, nochmal Platz 2 mit nach Hause zu nehmen. Ein bisschen Zeit verloren haben wir jetzt auf dem McLaren. Wenn er jetzt versucht, den Witschert nochmal anzugreifen, der Carlos Sainz.
So, und damit war es das. Ja! Yes! Top 2. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Yes. Good job. Auch wenn es nicht immer ganz fair war. War nicht wieder, wer das sage. Wir haben auch 6 Plätze gut gemacht, von 8 auf 2 durch das Safety Car am Ende nochmal. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Tja, er hat die Safety Car Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Bottas war nicht zu schlagen. Aber zumindest meinen zweiten Platz wird er rausgenommen. Level 6. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Das muss Lando Norris sein, oder? Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, gucken wir mal, was die Rangliste jetzt betrifft. Momentan sind wir Vierter sogar. Ja, ne? Klar, Bottas hat beide Rennen haushoch gewonnen, aber wir sind mit dabei auf einmal wieder. Ja, das ist Vierter so momentan sogar. Ja, bin zufrieden. Das zweite Platz hätte ich nicht erwartet nach diesem Rennen. Gut, das war ein bisschen mit der Safety Car Phase. Ich weiß, dass es auch nicht jetzt mal fair war, aber wir haben es geschafft. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war ihre Strategie? Ja, das. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an sie gestellt hat. Kann sie noch irgendetwas aufhalten? Sie haben heute ein paar Kratzer abbekommen. Was meinen Sie, wer die Schuld dafür trägt? Ja, war meine Schuld. Danke für den Kommentar. Ja, irgendwas haben wir es geschafft. Wichtig sind die 18 WM-Punkte, die wir jetzt mitgenommen haben. Da sind wir schon mal besser gestartet als in der letzten Saison. Da haben wir ja lange gebraucht. Da haben wir bis Monaco, glaube ich, die ersten Punkte geholt. Und das hoffe ich, dass wir das hier auch die Saison ein bisschen besser schaffen. So, also Punkte haben wir gut mitgenommen. Geld haben wir wieder gut mitgenommen. Der Flügel war ein bisschen kaputt. Ja, nächste Rennen ist jetzt China dann. Da sehen wir uns dann wieder nächste Woche.